So, meine Lieben, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, mein Hals hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Und schön, dass ihr auch zum zweiten Teil eingeschaltet habt. Ich habe jetzt die Tüte mit den nächsten Produkten auf meinem Schoß und auch die ist prall gefüllt. Und ja, gar nicht lange schnacken, würde ich sagen. Ich greife mal direkt rein und weiter geht's. Einige von euch oder viele von euch werden sicherlich gehört haben, dass Balea den 20. Geburtstag hatte. Nochmal ein verspätetes herzlichen Glückwunsch auch von mir an dieser Stelle an Balea. Ja, und zur Feier des Geburtstages hat Balea so Limited Edition Produkte rausgebracht. Also da gab es die verschiedensten Duschgel, Shampoo, Handlotion und, und. Ich habe mich tierisch auf diese Produkte gefreut, aber muss dazu sagen, dass mir gar nichts zugesagt hat, außer ein Produkt. Also die Verpackungen waren super süß gestaltet, aber es war halt so wie bei den Limited Editions. Es sind Sachen, die braucht man nicht unbedingt, weil man zahlreiche Duschgel-Backups und Co. noch hier hat. Und die Gerüche dieses Mal haben mich überhaupt nicht angesprochen. Das fand ich ein bisschen schade. Aber das macht nichts, denn ich habe, wie gesagt, viel hier. Das Einzige, was mit durfte und worüber ich mich auch tierisch freue, ist dieses Set wieder von den Balea Reinigungstüchern. Da bringt Balea ja immer mal von Zeit zu Zeit so welche raus mit so einer praktischen Aufbewahrungsbox für 2,45, also super günstig. Die Box gibt es praktisch geschenkt. Und das ist jetzt die Variante Summer Garden und für jeden Hauttyp sind die. Super süße Verpackungen. Balea schafft es immer wieder, tolle Designs rauszubringen und das ist auch das. Ja, natürlich mit der Produktqualität, mit dem Inhalt an sich, was die Kunden überzeugt. Ja, eine Packung ist noch in der Box drin. Und ich habe auch jetzt schon mal, gestern war das, glaube ich, ja genau, gestern, zwei davon benutzt zum Abschminken. Ich finde den Geruch sehr angenehm. Und was mir aufgefallen ist, sie wirken für mich ein bisschen trocken. Ich muss mal gucken, ob sich das noch legt, wenn ich die Verpackung einmal andersrum lege, ob das dann sich durchfeuchtet. Aber ja, ansonsten fand ich sie vom Geruch her auf jeden Fall klasse. So, das war das. Dann habe ich mitgenommen von Palmolive für jeweils 40 Cent diese Moisture Care Seife mit Olive. Die benutzen wir nicht im Bad für unsere Hände, sondern die lege ich bei meinem Freund und mir in den Schrank, weil das einfach immer frisch riecht dann. Sie halten länger als diese komischen Einhängeduftdinger oder weiß ich nicht, irgendwie Trocknertücher, habe ich auch schon ausprobiert. Hält alles nicht so lange wie ein Stück Seife, ist nun mal so. Und ich finde den Geruch so unglaublich toll. Also von jeder Seife, die es bei EDM gibt, finde ich die am besten. Oder von allen Seifen, die es da gibt. Oh. Die gab es früher ja auch schon. Das ist einfach so ein Duft, der, ja, der fasziniert mich und da komme ich nicht von weg. Dann habe ich mitgenommen von Evelyn den Nagellackentferner Express für 1,95. Musste mal wieder neuer her. Das sind ja diese coolen, relativ neuen Erfindungen mit diesem Schwämmchen, was einfach super praktisch ist und viel schneller. Also ich liebe den und kaufe die normalen auch gar nicht mehr. Mein anderer war aufgebraucht, das Schwämmchen war hinüber, deswegen ein neuer. Dann habe ich mitgenommen für 50 Cent diese Q-Tips oder Wattestäbchen eher gesagt, in dieser knallneon-pinken Box. Fand ich ganz cool, weil wenn man mal irgendwie, wenn ich bei meiner Schwester schlafe oder man mal unterwegs ist im Fitnessstudio oder halt unterwegs ist, hat man so eine Box, weil wenn man die Kosmetikstäbchen so in die Schminktasche tut, dann riffeln die immer so auf und dann kann man sie danach wegschmeißen und nicht mehr gebrauchen. Deswegen die. Und die Farbe hat mich total angesprochen. Also die haben da jetzt alle so neue Verpackungen, neue Farben. Total bescheuert, es ist nur die Farbe und die Verpackung, aber ja, kann man trotzdem immer gebrauchen. Dann habe ich Mitch genommen. Lasst mich mal schauen. Von Wilkinson's World, genau, den Hydro Silk. Ja, ich habe den, glaube ich, jetzt schon zweimal nachgekauft. Ich weiß gar nicht. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum kaufst du immer den Rasierer? Warum kaufst du nicht die Klingen? Ich hatte zwei Gutscheine, beziehungsweise insgesamt vier, wo man den Rasierer kauft und dann 5 Euro spart. Der kostet, glaube ich, 8,50 oder so in dem Dreh. Und dann kriegt man diesen, oder kann man diesen 5-Euro-Gutschein anwenden und dann hat er nur 3,50 gekostet und derzeit sind zwei Klingen gratis und eine Halte dran. Das heißt, man hat drei Klingen insgesamt für 3,50 € plus Rasierer, was mega günstig ist. Und dann habe ich mir noch die Klingen dazu gekauft, wo man sagen muss, da sind derzeit auch vier statt drei Klingen drin und das ist auch ein Schnapper. Da kostet die Packung, meine ich, 9,95 oder 10,95 und ich hatte noch einen 3-Euro-Gutschein. Das heißt, ich habe da auch nochmal 3 Euro gespart.
und habe das halt dann zusammengekauft, da ich den seit Monaten benutze und die, wie gesagt, gerade 4 statt 3 Klingen drin haben, habe ich gedacht, komm, nimmst du noch mal eine Packung mit, brauchen tut man sie eh und wenn da gerade eine umsonst ist, dann kannst du sie auch jetzt schon mitnehmen. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 4, 8, 9, 10, 11 Klingen, einen neuen Rasierer, damit bin ich erstmal bedient und ja, es tut immer wieder weh, Rasierprodukte zu kaufen, weil sie halt teuer sind, schweineteuer, das wissen wir alle. Aber wenn man sich dann sowas mal zugelegt hat, hat man erstmal Ruhe und ist erstmal, ja, ruhig, weil man weiß, man hat was da und muss in nächster Zeit kein Geld dafür opfern. Das finde ich halt ganz cool. Ja, dann habe ich mitgenommen von eben in die 40 Maxi-Pads. Wie immer, gibt es nicht viel zu sagen, kosten 65 Cent, benutze ich immer zum Abschminken oder ja, eigentlich zum Abschminken meiner Augen. Für das Make-up nehme ich meistens Tücher. So, dann habe ich noch mitgenommen von Balea, Fersenschutz Leder, echt Leder, komfortabler Schutz gegen Rutschen und Reiben. Das sind diese hier für die Fersen. Und ich habe mir nämlich neue Tücher gekauft bei H&M und ja, da habe ich gedacht, nimmst du dir mal lieber sowas mit, bevor du Blasen kriegst, wenn du sie einläufst, dann passiert das vielleicht gar nicht erst. Und deswegen habe ich die für knapp 3 Euro mal mitgenommen und werde ich mal ausprobieren. Freue mich auch schon, meine Schuhe dann einlaufen zu können. Mal gucken, wann ich sie tragen kann. Dann habe ich mitgenommen von Evelyn 200 Wattestäbchen für 35 Cent oder so. Von Eskito Free das Soforthilfe-Spray gegen Insekten oder ja, halt zum Kühlen von Insektenstichen, weil mein Freund immer mit Mücken zu kämpfen hat. Ich habe da irgendwie keine Probleme, mich stechen sie nicht, aber mein Schatz, sie stechen sie immer. Deswegen habe ich ihm das mal mitgebracht für 1,45. Dann mussten Haarkuren mit wieder. Einmal die Pfirsich-Kokos, 1 Minute Soforthilfekur, die liebe ich ja über alles. Weiß ich nicht, brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist mit meine liebste Kur aus der Drogerie, seitdem es sie gibt. Macht super weiche Haare. Ich bin wirklich baff für das Geld. Und ja, finde ich cool. So, dann habe ich noch mehr Kuren. Lass mich die mal rauskramen. Und zwar, ich mag das immer gerne, mir ein bisschen vorzuholen, weil auch hier hat man dann erstmal Ruhe. Und wenn man dann in die Dusche geht und sich eine Kur machen will, guckt man vorher kurz in den Schrank und sucht sich eine aus und hat halt immer was da. Genau, ich habe von Swiss Opal. Das ist eben gerade weggegangen. Einmal hier, kennt ihr ja diese kleinen 65 Cent, die Kokos-Variante und einmal Orangenblüte. Ich muss sagen, ich finde die jetzt nicht so gut wie die von Balea oder halt wie diese Varianten, aber zwischendurch finde ich, sind die auch immer ganz okay, deswegen kaufe ich die auch immer mal und weil die halt teilweise echt coole Gerüche haben. Ja, die Oil Nutri von Glisco habe ich mir mitgenommen, kosten ja 95 Cent, ist schon immer ein bisschen teurer, aber ich gönne meinen Haaren das einfach ab und zu mal. Und die Cream and Oil von Schauma möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Generell habe ich mit Schauma-Produkten nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil die meine Haare stumpf und trocken machen, aber ich habe gedacht, dieser Kur gibt es jetzt mal eine Chance, die sah ganz interessant aus, deswegen durfte die mit. Dann habe ich mir noch was gegönnt und zwar die Invisi Bubbles in der neuen Farbe in hellblau. Jetzt zieht meine Nase auch noch. Richtig schönes Babyblau und oh, es juckt. Die haben mich inspiriert, beziehungsweise sie wollten gekauft werden, weil ich mir gerade eine Hose in genau diesem Babyblau gekauft habe. Und die hatte ich an dem Tag an, habe die dann gesehen im Laden und dachte mir, okay, Wahnsinn, die passen genau zu deiner Hose, total bescheuert und die Farbe ist wunderschön. Ja, und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Ich habe die auch in rosa, die habe ich auch schon lange und ja, jetzt habe ich sie mir halt in blau gegönnt für 4,95. Sind teuer, aber bei mir ist noch keins gerissen und die halten. Und ich finde, damit kann man super mal so diesen Dutt hochfummeln, düdeln, wie auch immer, wenn ihr wisst, was ich meine. Also die sind halt nicht so stramm, damit kann man den richtig gut zusammenbinden und das sieht halt irgendwie so locker lässig aus. Das mag ich ganz gerne. Dann habe ich einmal das Tetesept Bad mitgenommen, Sundowner. Das hatte ich auch schon mal, da habe ich glaube ich sogar ein Bild auf Instagram gepostet. Das hat mich richtig fasziniert. Das war eine orangefarbene Wanne mit Goldglitzer, also Goldschimmer. Das sah so geil aus. Und riecht nach Orange, Vanille und ich bin der absolute Orangenfreak. Also neben Kokos liebe ich alles, was nach Orange riecht und mit Vanille zusammen ein Traum. Es war richtig entspannt, daran kann ich mich noch erinnern. Also ich fand das richtig gut, deswegen musste das wieder mit.
für knapp einen Euro. Und auch das habe ich schon mal benutzt von Frauenwohl Dresdner Essenz. Hier diese Sorte Rosmarin Orange Frauenmantel. Auch hier wieder Orange dabei. Gibt es nicht viel zu sagen. Ich finde diesen Duft unheimlich genial. Also deswegen nutze das auch wieder mit für guten Euro. Ja, dann habe ich mir auch wieder nachgekauft von Alverde die Waschcreme Heilerde für 2,25 meine ich. Die kaufe ich auch immer wieder nach. Die habe ich jetzt schon 4-5 Mal aufgebraucht mit meinem Freund. Die ist einfach klasse für unreine Haut, reinigt porentief und antibakteriell wirkt sie. Ich finde es halt cool, die Konsistenz trocknet die Haut nicht aus. Die ist immer schön gepflegt danach. Anders zu so einem Gel finde ich es einfach viel angenehmer, diese Creme halt einzumassieren unter der Dusche oder morgens. Finde ich genial. Ich kriege davon keine Pickel und sie tut meiner Haut auf jeden Fall gut und ich mag sie sehr gerne. Dann habe ich mitgenommen so ein süßes Dekotellerchen in so einem Lila. Gibt es derzeit bei DM auf so einem Lavendel angehauchten Tisch für 1,45. Das ist so ein typischer Kauf. Frau weiß gar nicht, was sie damit möchte oder was drauf soll, aber sie war hübsch, sie war lila, meine Lieblingsfarbe und deswegen ja, musste es mit. Ich dachte mir aber schon irgendwie für Schminkzimmer hier vielleicht irgendwo. Ich weiß auch nicht, ich stelle sie erstmal hier. Genau, so. Dann habe ich mitgenommen Masken. Masken, 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 die gehen auch immer. Mein Freund feiert Masken ja auch. Das hat der eine oder andere vielleicht auch von euch schon mitbekommen. Ich habe mir dreimal für 95 Cent die Aqua-Tuchmaske mitgenommen. Spendet Peelin-Feuchtigkeit mit Algenextrakt und ich finde die genial. Das Gute daran finde ich auch dadurch, dass es eine Tuchmaske ist. Man braucht nicht groß im Gesicht rumschmieren, man muss nicht groß abwaschen und jede Stelle versuchen sauber zu kriegen, sondern man batscht sie rauf aufs Gesicht und nimmt sie dann wieder runter und dann ist gut. Ja, deswegen dreimal benutze ich super, super gerne und ja, musste mit. Dann habe ich noch auch noch aus der Sundance-Reihe, die SOS Après-Maske, auch zusammen gekauft mit den Sonnenprodukten. Ja, da gibt es auch nicht viel zu sagen, wenn man Sonnenbrand war, genauso wie für den Körper gilt es fürs Gesicht. Ja, einfach, dass man es pflegt, weil es ausgetrocknet ist nach dem Sonnenbaden. Und das fand ich ganz cool. Die Verpackung auch wieder richtig schön. Also das ist wieder so ein Kauf-mich-Produkt und ja, musste mit. Preis, weiß ich nicht mehr, 1 Euro denke ich auch mal so. Ja, und dann habe ich noch von Shemin zwei Masken, die kosten ja so 55 Cent. Einmal die Cooling-Maske, fand ich ziemlich interessant jetzt für den Sommer, wenn man vielleicht ein bisschen gerötet ist, auch von der Sonne. Ich habe auch gehört, dass die wirklich ein bisschen kühl auf der Haut werden soll, aufgrund der Inhaltsstoffe. Ja, und wir haben ja auch Aloe Vera, pflegt natürlich Zitrone und Goldrote für alle Hauttypen, erfrischt und lebt. Ja, fand ich total klasse und mein Freund liebt sowas auch, wie gesagt, deswegen musste die mit. Und dann habe ich entdeckt, die habe ich noch nie gesehen, die Männermaske, explizit für meinen Schatzi. Worüber er sich auch wirklich sehr gefreut hat, das ist eine Soforteffekt Feuchtigkeitstube und Regenerationsmaske. Sibirischer Ginseng, Taurin und Zellbooster. Also die wird er jetzt wahrscheinlich auch demnächst machen, wenn ich die dann jetzt in unseren Maskenschrank gepackt habe. Den haben wir ja, hier oben. Ist ja so, als hätten wir nichts da. Also man kann es vielleicht ein bisschen erahnen, aber ja. Ich freue mich übrigens schon, die Schminksammlung bzw. Kosmetikaufbewahrung euch zu zeigen, wenn ich dann endlich mal ein Ende finden würde bzw. Zeit finden würde, es zu sortieren und komplett so zu haben, wie ich es gerne möchte. Wahrscheinlich gibt es diesen Zeitpunkt für eine Frau nie, weil es immer wieder umdekoriert wird. Aber ich muss jetzt mal gucken, dass ich zu Potte komme mit meinem Aussortieren, Umsortieren und Einräumen und dass ich euch das endlich abfilmen kann. Ja. So, dann habe ich hier gerade noch eine gefunden von Swiss Opal, eine Kur Pfirsichblüte, musste auch noch mit. So, und dann habe ich hier gerade meinen Orangensaft von Granini, weil mein Hals gerade schon wieder anfängt zu kratzen. Mal kurz was trinken, sonst muss ich gleich wieder husten. So, dann habe ich von Dontodent eine Zahnseide mitgenommen. Wie ihr seht, im Mini-Format und das ist das, worauf ich echt ewig gewartet habe und mich gefragt habe, warum gibt es das nicht schon früher oder gab es das nicht früher? Und zwar habe ich Zahnlücken, nicht nur die große, klar, die kennt ihr, aber auch zwischen meinen Zähnen habe ich immer kleine Lücken, was ja eigentlich gut ist, dadurch kann sich halt nicht so schnell Karies bilden, aber wenn man zum Beispiel mal Fleisch isst oder Sachen, die einfach unvorteilhaft sind, dann bleibt
ständig in meinen Zähnen hängen und ich kriege da die Krise. Deswegen muss ich immer Zahnseide dabei haben und das ist natürlich genial für die Handtasche, für mein Kosmetiktäschchen, weil es einfach nicht so groß ist, nicht so schwer ist, weil Kleinvieh in so einem Kosmetiktäschchen macht ja dann doch Mist, also ne. Und ja, finde ich mega genial, 12 Meter gewachsen und fluoridhaltig, kostet glaube ich so 55 Cent oder sowas war das. So, dann habe ich noch mitgenommen von, lasst mich gucken. Catrice, meine Augenbrauenstift für 2,45, die Farbe 020, David Ashton, gibt es nicht viel zu sagen, ist dieser braune, geht gar nicht auf, so, und hat halt auf der anderen Seite dieses Wimpernbürstchen und ja, den trage ich immer eigentlich und ja, den benutze ich auch schon richtig, richtig lange und der ist halt aschig und seitdem ich den gefunden habe, bin ich auch immer dabei geblieben. Dann habe ich mitgenommen von Balea das Lippenöl oder den Lippenöl Roll-On für trockene Lippen mit Kokosduft. Auch wieder Kokos Roll-On für die Lippen, was ganz Neues und ja, fand ich interessant. Musste mit, mag ich auch echt gerne. Habe ich schon ein paar Mal jetzt benutzt, finde ich klasse. Kostenpunkt 1, 2 Euro vielleicht. Ja, mein Hals macht mir heute zu schaffen und will mich nicht aufhören zu ärgern, glaube ich. Ganz komisches Gefühl, ich weiß nicht, ob ich krank wäre oder keine Ahnung. Das habe ich noch geschenkt bekommen auf dem verkaufsoffenen Sonntag. Das ist hier Balea Classic in Style des Haarspray. Stärke 3 mit Keratin werde ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist auch eine coole Größe für unterwegs, wenn man mal wegfährt oder so. Und ja, Balea Haarspray soll ja sehr gut sein. Nutzen ja sehr viele. Habe ich ehrlich gesagt bislang noch nicht getestet, weil ich noch viel da habe. Und ja. So, dann habe ich mir, die habe ich euch, meine ich, schon in irgendeinem Video gezeigt. Lasst mich jetzt lügen, ich weiß nicht in welchem. Auf jeden Fall handelt es sich um die The Nude Palette, die kostet knapp 10 Euro, 9,95 meine ich und ich habe lange überlegt und ich dachte mir, aber ich muss sie mitnehmen, weil die Farben sind echt schön und da hat man mal alles zusammen und ja, das war einfach ein Highlight für mich. Maybelline hat eine Palette rausgebracht in der Drogerie und das musste ich haben. Richtig, richtig schöne Farben, habe ich auch schon 2-3 Mal benutzt, ja, finde ich klasse. Leider bin ich immer so ein Langschläfer und habe dann morgens doch nicht immer die Zeit, um so ein aufwendiges Make-up zu schminken und bleibe dann oft bei Make-up, Augenbrauen und ja, Mascara, manchmal vielleicht noch Lippen und schnell Rouge, aber Lidschatten dann auch. Das ist immer so bei mir so eine schwierige Sache, aber sie ist auf jeden Fall gut. Krümeln tut sie ein bisschen, sage ich mal so, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Palette und ich finde sie schon ihr Geld wert, um es mal kurz und knackig zu formulieren. Vor allen Dingen vielleicht für alle Anfänger oder die generell noch nicht so eine Farbe haben, ist das eine coole Sache. So, jetzt neigen wir uns langsam dem Ende oder nähern. Ich habe mir noch von Be Natural dieses nachgemachte Eos Eye mitgenommen. Das habe ich witzigerweise jetzt auch bei der lieben Moldavid bei Nadine gesehen, eben gerade, als ich noch Videos geguckt habe. Ja, das musste ich mitnehmen. Das hat unglaublich 4,45 gekostet. Und wenn ich überlege, was ich hier alles an Geld ausgegeben habe, gerade für mich ganz anders, was sich so in der Zeit ansammelt, das ist echt Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall ist es halt dieses Ei. Und es riecht relativ neutral. Hat einen dezenten Einbruch, so ein bisschen Öko irgendwie halt. Ja, Be Natural. Ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt, aber für fast 5 Euro muss ich sagen, haut es mich jetzt nicht so um. Aber ich muss es erstmal weiter testen. Das war halt so ein, ja, ich weiß nicht, Impulskauf, so, oh Gott, neu gesehen und ist bestimmt wie Eos und ja, gekauft. Naja, so, dann habe ich noch mitgenommen. Catrice hat ja Sortimentsumstellung. Das haben wahrscheinlich auch die meisten von euch schon mitbekommen. Und da muss jetzt die neue Foundation mit, die Even Skin Tone Beautifying Foundation. Kommt in der Verpackung eigentlich daher wie die Fotofinish, die ja so gehypt ist, die ich auch wirklich 2 Jahre oder so am Stück benutzt habe, mit manchmal Wechsel natürlich. Die 020 Beige Rosé habe ich mitgenommen. Hier steht drauf, kreiert praktisch einen ebenmäßigeren, ja, ein ebenmäßigeres Hauptbild und korrigiert halt Imperfections, das ist alles hier auf Englisch, Unebenheiten, Pickelchen, Kleinigkeiten eben. Und für eine schönere Haut und ja, dermatologisch getestet. Ich habe ja gedacht, irgendwie, dass die vielleicht ein bisschen wie die Fotofinish ist. Hat mich ein bisschen enttäuscht, weil sie leider nicht ganz so deckend ist wie die Fotofinish, meiner Meinung nach. Sie deckt schon,
gut, sage ich mal, aber ich mag wirklich schon mittlere bis starke Deckkraft. Von daher 57, ja, hätte ich vielleicht sein lassen können. Ich habe sie dazu, muss ich sagen, aber auch erst einmal getragen. Erster Eindruck, vielleicht ändert sich das auch noch. So, jetzt kommen wir zu den teuersten Schätzchen mit des ganzen Holz, obwohl das alles schon teuer genug ist. Aber wie gesagt, ich habe Urlaubsgeld bekommen und da habe ich gedacht, gönne ich mir mal zwei Schätzchen. Und zwar zwei L'Oréal-Produkte. Hierzu kann ich sagen, das hatte ich schon mal, das habe ich auch komplett aufgebraucht. Und wie ihr hier oben erkennen könnt, nee, Quatsch, das ist hinter mir. Genau, habe ich hier das gleiche nochmal, aber in der dunkleren Variante und das ist jetzt ja ziemlich halb leer. Das Problem ist nämlich, dass das die 145 ist jetzt und die ist zu hell und das ist die 220, meine ich, ja, 220. Und die ist leider ein Ticken zu dunkel. Demnach musste ich mir beide kaufen. Und das ein bisschen im Verhältnis 2 zu 1. Demnach ist die hellere halt irgendwann leer gegangen und die ist jetzt halb leer. Und ja, dann habe ich jetzt dieses Make-up von Catrice das neu ausprobiert. Und ja, fand die Deckkraft jetzt nicht so pralle und habe mir gedacht, weißt du was? Ich stand davor, gönnst du dir das wieder? Ich habe schon öfter damit wieder geliebäugelt, weil ich die halt auch noch habe und die auch aufbrauchen möchte. Und das ist wirklich. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste oder wenn all mein Make-up weg wäre, würde ich dieses Produkt nachkaufen. Das ist bislang, auch wenn ich andere teilweise wieder vernachlässigt habe und die vielleicht mal wieder auftragen müsste, um das ein bisschen besser zu vergleichen, aber wirklich meiner Meinung nach derzeit die beste Foundation, die es wirklich gibt in der Drogerie. Ich trage sie heute auch. Es ist natürlich, man muss dazu sagen, schon 10, also das Make-up ist seit heute Morgen um 9, 8 drauf. Ich habe gearbeitet, aber ich muss sagen, die ist so angenehm leicht, die ist so gut deckend. Man merkt es aber nicht, es ist nicht unangenehm, nicht maskenartig. Sie zeichnet die Haut irgendwie so weich und ich bin begeistert. Ich bin wirklich nur begeistert und ja, 24 Stunden perfektionierendes Make-up. Also seht ihr mal, ich trage es jetzt schon über 12 Stunden und es sieht halt auch noch gut aus, finde ich. Ja, das war das. Ach so, Preis, stolze 12 Euro meine ich, also schon viel. Genauso wie die Mascara, die lag auch so bei die 12, 13 Euro. Bei 12, 13 Euro. So, ich kann schon gar nicht mehr reden. Das ist die Double Extension Extra Black Mascara von L'Oréal. Und die habe ich mir nur gekauft, weil ich sie früher immer benutzt habe und so oft wieder mit ihr geliebäugelt habe am Regal und dachte, warum nimmst du sie dann nicht nochmal mit? Du fandest sie früher immer so toll, du hast sie so oft nachgekauft und ja, ich habe gedacht, komm, egal, nimm sie wieder mit, du guckst sie immer an. Ja, das ist einmal diese Seite, die so ein bisschen, ja, die Wimpern einfach ein bisschen verdichten soll, verlängern soll, was es wirklich tut. Und dann halt noch eine ganz schlichte Bürste, wirklich, die sieht sehr, sehr unscheinbar aus, zaubert aber wirklich in Kombination mit diesem weißen Zeug. Super lange getrennte voluminöse Wimpern. Also man hat wirklich, also man hat Länge und Volumen. Ich bereue es nicht, dass ich sie gekauft habe und ja, ich bin froh, dass ich sie wieder hier habe. Und ja, das sind so jetzt momentan so meine Schätzchen wieder hier. Genau. So, das war das. Dann habe ich noch einmal ein bisschen Haushalt für euch. Und zwar von Airwick habe ich mir den Duftstecker gekauft, den zeige ich euch gleich, habe ich schon ausgepackt. Und den Nachfüllflakon, Cotton und weißer Flieder. Genau, und den habe ich eben nämlich schon mal ausprobiert. Der steckte schon in der Steckdose, so sieht das Ganze ja aus. Ich habe die noch nie gehabt und ich war so ein bisschen skeptisch, weil dieses Nachfüllding kostet stolze 4 Euro und ja, der Stecker halt 95 Cent und das sind zusammen schon 5 Euro für so ein bisschen Duft. Steht drauf 75 Tage. Mir wurde erzählt, dass das so gut 3 Wochen halten soll. Mal gucken. Gehe ich mal auch von aus. Also ganz so lange wird er vielleicht nicht halten. Aber ich habe ihn in der Steckdose gehabt und schon nach kurzer Zeit, ich würde sagen, ja, so nach 10, 15 Minuten habe ich den Duft schon richtig gut im Raum wahrnehmen können. Und das muss ich sagen, finde ich genial. Also mag ich total gerne sowas. Werde ich wohl auch dann noch in anderen Duftrichtungen kaufen, jetzt fürs Bad. Also ich habe den jetzt hier in dem Schminkzimmer, sage ich mal, und werde den jetzt auch fürs Bad kaufen und vielleicht auch fürs Wohnzimmer und die Küche. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Aber ich finde die auf jeden Fall klasse. Ich bereue es nicht, dass ich sie gekauft habe. Jetzt ist nur noch die Frage, wie lange die halten. Mal gucken. So, und dann, Moment, geht sofort weiter. Ich muss einmal kurz was holen. Meine Haare sind auch ganz durch den Wind. Moment.
So, und zwar habe ich noch ein paar Kleinigkeiten. Und zwar habe ich noch vergessen, zur Pflege zu zeigen. Ich habe mir von Nivea die sensitiven Reinigungstücher gekauft. Die waren jetzt im Angebot bei DM für knapp 1,30, 35 oder so, weil die wohl rausgehen. Sie sind für sensible Haut und ich brauchte welche. Meins war gerade, oder meine waren gerade einen Tag vorher alle. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich die mal mit. Ich muss sagen, ja, sie erfüllen ihren Zweck, aber ich würde sie jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Zumal die so teurer sind von Nivea und dann tun es auch die von Balea für 1,25. Aber ich finde sie auf jeden Fall nicht schlecht und kriege keine Hautirritation oder irgendwas dergleichen. Genau. Dann musst du noch ein Stabfeuerzeug, schmeiß weg, für 1,35. Meine Lieblingsfarbe lila und das war leer. Das andere konnte man, glaube ich, gar nicht nachfüllen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich ein neues gekauft. Und ja, ich finde die ja halt ganz cool, weil man damit super Kerzen anmachen kann, ohne sich die Pfoten zu verbrennen. Und deswegen musste das mit. Dann die WC-Wasserkastentabletten, die ich absolut liebe, kosten 95 Cent. Und wenn ihr spült, dann habt ihr immer blaues Wasser. Und ich finde, das sieht so schön hygienisch aus. Und ja, das ist so ein, weiß ich nicht, so ein Frauenputzfimmel-Tick. Ich liebe diese Dinger und kaufe sie immer wieder nach. Die halten nicht lange, also die halten gefühlt ein paar Tage, nicht mal eine Woche, aber für 95 Cent, mein Gott, kaufe ich die halt gern. Haben jetzt auch neue Verpackungen, die Produkte von Denkmit sind überarbeitet. Seht ihr auch hier an den feuchten Allzwecktüchern, wenn ihr die kennt. Ja, die kaufe ich auch ab und zu mal nach. Habe ich jetzt auch wieder für 1,25 nachgekauft, um mal ein paar Sachen abzuwischen. Ja, ab und an, wenn man halt keinen Lappen benutzt, ist das mal ganz praktisch. Dann die, oh, ich liebe die von Cotonelle, die neuen, Pushy-Tücher wollte ich gerade sagen. Feuchten Toilettenpapiertücher mit grünem Tee und Jasmin, 42 Stück, kosten stolze 1,75, aber ich muss sagen, die riechen so toll. Die riechen mit Tempo in diese Verpackung, die man so an die Wand ditchen kann, am besten. Und ich hatte auch die von Soft und Sicher und die sind auch gut, die sind aber nicht ganz so reißfest, muss ich dazu sagen. Riechen aber auch gut, aber das ist ein Geruch himmlisch. Also wirklich Luxus für den Hintern, muss ich mal so sagen. Ich meine, es ist ja nur mal ein Artikel, den man gebraucht. Es ist ja was Menschliches und ja, kann ich euch nur empfehlen, wirklich. Und zu guter Letzt für 1,95 Euro, 30 mal Tempo. Ja, Tempo gehört für mich in jede Handtasche oder immer in die Handtasche, wenn man mal irgendwie kleckert oder isst oder die Nase putzen muss oder. Ja, deswegen mussten die mit. Und ich sitze jetzt in einem Konsumberg, sagen wir das immer so. Also ich habe unglaublich viel wegzuräumen jetzt. Ja, und ich muss aber sagen, ich freue mich über die ganzen Sachen wirklich sehr. Es ist sehr, sehr viel, aber wie gesagt, diesen Monat habe ich mir mal ein bisschen was gegönnt. Und ich glaube, es ist echt der größte XXL-Haul, den ich seit langem auf meinem Kanal habe. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber gut, ich sehe auch immer wieder andere, die viel einkaufen und ja. Ihr wisst es ja, wie haben einige so süß gesagt, ich bin ja die Haul-Queen, Shopping-Queen und ja. Mein Kanal ist ja nun mal da, um euch die Sachen zu zeigen und vorzustellen, meine Meinung dazu zu sagen. Und das war halt nun das, was ich gekauft habe und das ist eben so, deswegen zeige ich das. So, meine Lieben, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, da waren Tipps für euch dabei, das eine oder andere, was ihr euch vielleicht auch anschauen wollt oder eher nicht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, dann weiß ich Bescheid, dass es einfach bei euch gut angekommen ist, auch vielleicht so jetzt getrennt in zwei Teilen, weil viele haben ja immer gesagt, ist immer so lang und obwohl man die ja eigentlich sich einteilen kann und nicht alles gucken muss, dann guckt man die nächste Hälfte, aber einige sagen halt immer noch, sie wünschen sich gerne mehrere Videos oder zwei Teile und deswegen, ja. Gut Mädels, dann räume ich mein Chaos hier mal auf, freue mich die Sache einzuräumen, wünsche euch was, bleibt mir gesund und ja, lasst mir Feedback da, ich lese alles und freue mich. Bis dann, ciao!